Das Publikum strömte freudig in die Kindberger Sporthalle, um Kabarettist Alex Christan im Rahmen seiner aktuellen Tournee live zu sehen. Ich freue mich auch sehr, dass ich in Kindberg hier in dieser Größenordnung ausverkauft spielen darf, in der Sporthalle. Hören werden wir mein aktuelles Soloprogramm 50 Shades of Schmäh. Und das ist seit 3. Oktober quasi auf Tournee und heute Station in Kindberg. Kindberg würde Hans Krankl natürlich so beurteilen, dass es die Champions League ist für einen Kabarettisten, für einen Schmähbruder, dass man da in dieses Stadion einläuft. Das ist wie Camp Nou in Barcelona. Das ist Weltklasse. Und selbst Andreas Herzog ist natürlich geschmeichelt, dass er vor so einer Kulisse einlaufen darf aufs Spielfeld. Ich freue mich schon sehr. Dankeschön. Schönen guten Abend, liebes Publikum. Herzlich willkommen hier in der Sporthalle Kindberg. Liebe Damen, liebe Herren, liebe sexuell noch Unentschlossenen, liebe Geschlechtsflexiblen. Ja, ich möchte alle willkommen heißen. Ich möchte wirklich, dass sich jeder willkommen geheißen fühlt. Ja, Sie merken, es ist 2023, da gibt es jetzt auch eine neue Qualität der Begrüßungskultur. Ja, früher war das ein bisschen anders, ein bisschen einfacher. Nein, einfacher, anders war es auf jeden Fall. Ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, da haben zum Beispiel Moderatoren oder Entertainer, die haben Sendungen eröffnet mit den Worten: Grüß euch die Malen, servus die Burm. Wahnsinn, oder? Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Aber ich bin auch nicht der Heinz Konrads. Und wie das eingegangen ist, da war es tot im Meer noch krank. Entschuldigen Sie, TikTok ist ein, glaube ich, Begriff, oder? Wissen Sie TikTok? Kennen Sie? Ja, nein, ich frage nämlich, weil ich es am Anfang ein bisschen missinterpretiert, wie ich das erste Mal TikTok gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist wieder so eine englische Abkürzung, weißt du, so ein Anglizismus, nicht so der, ich habe mir gedacht, das ist so der Urologe auf Englisch, nur kurz, ne? Also der TikTok. Ne? Und der Grupp Müller ruft mich an und sagt, ich trau mir meinen Grühhandschuh nicht mehr anziehen. Ich habe Angst, dass ein Falke landet. Also, sowas kenne ich gar nicht. Ne? Ich habe nur auch Angst. Ich habe Angst, dass mir wer meine Gags flattert. Ja. Die richtig lustigen natürlich gar nicht. Ja. Und bei diesen jungen Menschen ändert sich ja der Glaube. Haben Sie das gewusst? Es ändert sich der Glaube. Sie glauben nicht mehr ans Christkind, glauben aber, dass sich das Licht von alleine abdreht. Und auch ich habe im Zuge der Erziehung meiner Tochter meine Glaubensgrundsätze völlig neu aufsetzen müssen. Ich habe das neu kalibrieren müssen. Ich habe immer geglaubt, dass die Hotelsuite von Guns N' Roses nach der Aftershow-Party ein bisschen unaufgeräumt gewirkt hat, bis ich im Zimmer meiner Tochter war. Und da habe ich noch zusammengekramt, ich habe noch hinter ihr nachgekramt. Vergiss es, das ist wie wenn du mit einem Nutella-Brot im Mund Zähne putzen würdest. Ja. Mann und Frau, super, dass ihr zwar da seid, weil wir haben gerade geredet über divergierende Ansichten von Mann und Frau. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ja, aber wenn ich mit ihr etwas erlebe, eine Unternehmung, ja, und ich erzähle diese Unternehmung anschließend Dritten, irgendwelchen Leuten, da merke ich, da habe ich einen fleischgewordenen Korrekturrand am Tisch. Na, Wahnsinn, das ist wie wenn der Thomas König ein Match kommentiert. Der hat noch nie die gleiche Partie gesehen wie ich. Wahnsinn. Wir waren vor 2 Wochen waren wir auf der Kammersteiner Hütte, ja, meine Frau und ich, mit Thomas und Sabine, mit Freien von uns, und sitzen 3 Tage nach dieser Wanderung bei Roman und Doris, bei unseren Nachbarn. Und meine Frau sagt, erzähl einmal, wie wir auf der Kammersteiner Hütte waren. Mit Thomas und Sabine, erzähl's einmal. Ach so, ja, genau, da waren wir am Wochenende waren wir auf der Kammersteiner Hütte. Nein, nicht am Wochenende, nur am Sonntag waren wir um. Wir waren nicht das ganze Wochenende. Ja, nur am Sonntag waren wir oben, nicht auf der Hütte. Na, ganz oben waren wir ja nicht. Na, eh nicht. Also wir wollten raufgehen und dann hat uns aber leider Gewitter überrascht. Überrascht hat es uns. Wieso überrascht? Das war ja angesagt. Gut, dann war es angesagt. Es hat aber keiner damit gerechnet, dass es wirklich zum Schieten anfängt, wie ein Schafe. Nicht? Auf jeden Fall gehen wir rauf und ich habe schon die Hütte gesehen. Na, bei der Hälfte waren wir, du kannst es nicht gesehen haben. Nicht? Aber ich habe gewusst, es ist nur mal eine halbe Stunde und dann habe ich, denke ich mir, Scheiß da hinten, alles schwarz, donnert hat, blitzt, sage ich, drehen wir um, bringt nichts. Der Thomas hat gesagt, drehen wir um, nicht du. Ist ja wurscht, jetzt wer es gesagt hat, auf jeden Fall sind wir runtergegangen, nicht, waren dann um 4:30 Uhr zurück beim Auto, wascheln aus, um 5:45 waren wir beim Auto. Ich habe auf die Uhr geschaut. Gut, Elke, möchtest du die Geschichte erzählen? Weil ich glaube, ich war in der Steiermark und du in Tirol. Weil das, nein. Seit 16 Jahren korrigiert mich diese Frau. Seit 17. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich,
An mir ist der 50er abgeprallt wie ein Reh an der Motorhaube. Ja, ich sehe das positiv. Ich bin nicht 50, ich bin 42 netto, ohne Umsatzsteuer. Na sicher, was interessiert mich die Us, dieser Durchläufer? Du musst immer netto, was unterm Strich, was kriegst du auf die Hand? Nicht? Oder, um es vielleicht ein bisschen aktueller zu halten, die Gags, ich bin 30 ohne Inflation. Also durch diese massive Teuerung bin ich eigentlich jünger geworden. Und das ist was Tolles, ja, weil dieses Alter jetzt, inflationsbereinigt 30 zu sein, in Wahrheit aber 50, das ermöglicht natürlich viele Türen, die aufgehen. Ja. Wünsche werden plötzlich wahr. Einer meiner größten Wünsche war, in einer richtig teuren Wohnung zu leben. Und dieser Wunsch ist wahr geworden. So teuer wie jetzt habe ich überhaupt noch nie gewohnt. Ne. Ein Wahnsinn, die Pointen sind ein Wahnsinn. Also wir kennen ihn vom Internet, aber wir werden sicher wieder mal eine Show für ihn anschauen. Oh ja, es ist sehr, sehr lustig, auf alle Fälle. Also muss man sehen haben. In Kindberg liegt die Latte hoch.